Wir sind immer noch in Günzburg bei Popco Wohnmobile und diesmal bei Daniel Popco persönlich. Daniel, vielen Dank, dass du uns jetzt das neue Update auf den X-Cent drauf spielst und gleichzeitig noch, das haben wir vorhin schon erwähnt gehabt, als wir den Pioneer vorgestellt haben, auch nochmal ein Schalter dazu eingebaut wird, damit wir auch im Stand, das heißt, wenn der Motor aus ist, die Zündung aus ist, das Radio dann anmachen können. So, dann übergebe ich dir kurz das Wort, dass du einfach mal da durchführst. Genau, also der Clou ist, dass ich halt im Stand ohne Zündung Radio hören kann. Es geht bei Fiat und bei Ford, gibt es einen Kabelsatz dafür. Wir haben es mal vorbereitet, wir haben jetzt vorne schon das Radio rausgenommen, haben das Cockpit ein bisschen zerlegt, dass man einfach den Kabelsatz einbauen kann. Mein Huhn ist weg! Zerlegt, ja, man sieht's. Genau, das Huhn ist weg, die Armatur ist schadig. Genau. Kabelsatz ist vorbereitet, der wurde praktisch hinten zwischen reingeklemmt und dann kommt das jetzt wieder rein. Also Daniel, ich bin echt froh, dass ihr das macht, weil wenn ich jetzt da hingelangt hätte, ich glaube, das wäre das Chaos pur geworden. Da komme ich lieber zu euch gefahren und gebe das Ganze in professionelle Hände. Davor ist auch ein bisschen tricky, das ist alles sehr eng und deswegen haben wir auch hier oben abgenommen, dass wir einfach besser reinkommen, um das Kabel zu verstauen da drinnen. Das sieht echt eng aus da drin. Ja. Hier seht ihr euren Schalter, den haben wir schon mal vorbereitet. Den haben wir hier ins Cockpit reingesetzt. Ah ja, okay. Also gebohrt und dann habt ihr hier eingesetzt. Sehr dass gut. Der praktisch hier Radio ein aus. Genau, jetzt probieren wir das Radio einzusetzen und alle Kabel da richtig an den Platz zu machen. Aber ich habe einmal versucht, das Radio rauszukriegen. Bei mir hat es schon da gescheitert, dass ich das Radio schon gar nicht rausgekriegt habe. Auch mit den Stiften nicht. Da stellen wir einfach zu blöd an. Ein Geheimtrick ist, man kann das Ding komplette Display hier rausklipsen. Ah, okay. Und dadurch hast du schon mal viel mehr Platz zum Arbeiten. Okay, ja, das muss man wissen, ja. Genau, muss man wissen. Auch hier oben, das Ding kann man ja rausmachen. Das sind praktisch hier zwei Schrauben dran. Und dadurch hat man einfach oben mehr Platz gewonnen für die Montage am Radio. Okay, super. Und beim X-Cent brauche ich ja diese zwei Werkzeuge, um es dann rauszuziehen. Ja, das habe ich nicht geschafft. Natürlich auch reingemacht. Kommt praktisch hier gesteckt. Und dann entriegelt der da hinten hier. Okay. Dann kann ich schon rausziehen. Genau, die Verriegelung. Und dann kann man den rausziehen dann. Ah ja, okay. Aber es ist auch ein bisschen gefummelt und da braucht man ein bisschen Feingefühl dazu, muss beide drin haben, vielleicht ein bisschen drücken, dass er entlastet ist und dann kann man es reindrücken. Okay. Genau. Was wir ganz gerne machen im Zuge, wir legen das GPS-Signal raus, das ist meistens hinten drin verkapselt im Cockpit drin, das hier. Ja, das habe ich das letzte Mal gemacht, weil. Das rausgelegt, genau. Genau, weil wir aber kein GPS-Signal gehabt und das lag daran, dass von Werk ab die das einfach dahinter reinschmeißen. Genau. Und dann nudelt er ewig rum und kriegt kein GPS-Signal. Und findet nichts. Und wenn man ihn rauslegt, liegt er halt frei, ohne dass er jetzt zugesperrt ist. Oder ja, den siehst du ja nicht mal, das stört ja gar nicht. Ja, stört da hinten gar nicht. Genau. So. Und im Endeffekt ist der Kabelsatz nichts anderes, als den Originalsatz zu ersetzen mit ein paar Relais, dass ich praktisch hier halt den Schalter betreiben kann, mit Zündung, ohne Zündung. Wenn ich das Auto anmache, geht es automatisch, auch ohne dass der Schalter betätigt wird. Das ist eine feine Lösung, um einfach auch im Stand auf dem Campingplatz Radio zu haben. Ja. Wichtig, dass hier die USB-Stecker auch wieder richtig eingesetzt werden, weil Port 1, der ist auch extra beschriftet, ist wichtig fürs Update. Okay. Und wenn man den verkehrt rumsteckt, kann das Update nicht richtig ziehen. Okay. Das heißt aber tatsächlich, um ein Update zu machen, muss das Radio ausgebaut werden. Habe ich das dann richtig verstanden? Oder? Nein, das zeige ich dir im Anschluss. Wenn ich alle Kabel wieder gefunden habe, die drauf gehören. Ach, da liegt ja ein USB-Kabel raus, gell? Das USB-Kabel liegt schon draußen. Ah ja, der genau. Der ist jetzt genau. Hier der Port. Der ist speziell auf USB 1 geklemmt, wenn er richtig verklemmt ist. Oft ist es so, wenn ein Werk eingebaut ist, dass sie halt einfach wahllos draufstecken. Dann muss das Radio in der Tat fürs Update einmal raus, dass der Port richtig gesetzt ist, weil sonst geht es nicht.
Ja, das weiß aber auch noch jemand, der sich auskennt. Richtig, der Kunde verzweifelt. Der Kunde verzweifelt. Genau. Also das Update kann man normalerweise auch selber draufziehen. Das kann ich mir bei der Xcent Homepage, kann ich mir Software-Updates herunterladen. Ist auch eine tolle Beschreibung dabei, wie dann alles zu machen ist. Aber natürlich geht es dann schon los, wenn vom Werk der Port vom USB falsch gesteckt ist. Ja, klar. Und dann klappt das, was jetzt da im Internet beschrieben ist, alles mal nicht. Dann sagt man ja, schöne Wurst, ich sehe das gleich. Steckt halt dann das Kabel um, dass es dann halt zukünftig, wenn wieder Updates fällig wären, funktioniert. Okay. Genau, jetzt haben wir praktisch hier den Schalter zum Ein- und Ausschalten. Ohne Zündung. Man sieht da, voilà, schon geht unser Radio an. Perfekt. Zack, drinne. So. Ja, alles eingeklickt. Alles eingeklickt. Dann kommen die zwei Schrauben drauf. So, dann klitzen wir hier oben noch den Deckel drauf. Das ist also original verschlossen. Ja. Sieht aus, als wenn nichts gewesen wäre. Sieht aus, als wenn nichts gewesen wäre, genau. Bei Einstellungen und das Sonstiges sieht man bei Software-Version 2,5. Und es gibt die 3,3er seit neuesten. Die spielen wir gleich drauf. Das ist ein ziemlich großer Sprung von 2,5 auf 3,3. Da wird schon einiges an Verbesserungen drin sein, schätze ich mal. Ja, also bis jetzt. Wir spielen halt die Software drauf, wir gucken mal, was die Kunden uns als Feedback geben, aber es geht schneller. Es soll TMC verbessert worden sein, okay. Und auch stabiler laufen, das Gerät. Auch DAB-Empfang ist auch verbessert worden. Okay. Wir haben gerade gesehen, dass jetzt die Version 2.5 drauf ist. Wir haben uns hier jetzt einen Stick gemacht für das Radio Version 3.3. Ja, also die Software draufgeladen. Und jetzt stecken wir den Stick eigentlich nur hier rein. Und dann fängt der an zu arbeiten. Und dann kann ich hier Software installieren gehen. So, jetzt sieht man hier, dass auch der Haken unterlegt ist grau. Somit kann ich hier mir die Daten ziehen. Ich gehe auf Update starten und dann sieht man, dass er irgendwas im Hintergrund macht. Und der fängt jetzt an zu updaten. Ja. Das war das Update. Jetzt hat er sich runtergezogen vom Stick. Und jetzt spielt er die Software auf und installiert sie. Genau, jetzt sagt er Update fertig und OK drücken. Und voilà, schon ist das Update erledigt. Aber das ist ja tatsächlich echt einfach. Man muss nur die Software runterladen, übers Internet auf der USB-Stick, genau. Hier einstecken beim USB-Slot. Ja. Je nachdem, wo der Port verbaut ist, entweder vorne oder hinter. Ist vom Grundsatz her wurscht. Ja, wichtig, Port 1 vom Gerät. Ja. So, jetzt schauen wir mal, ob man was findet. Kochbuchautorin. Ja. Der Empfang vom Radio ist besser geworden. Da haben sie was getan. Dann können wir bei DRB mal schauen. Da ist Settings. Da ist jetzt hier die Version 10 drauf. Also auch die DRB-Firmware wurde in dem Sinne aktualisiert. Und man könnte mal auch ein unter den Setups könnt ihr nochmal schauen. Ich stelle auf Deutsch um. Softwareinformation wieder. Sehe ich jetzt, voilà, Version 3.3 ist aktiv installiert und somit auch drauf. Perfekt, danke dir. Der DAB schon gefunden, ging auch schneller als in der Vergangenheit. Da hat er mal 15 Minuten gebraucht. Da haben die hier richtig was getan. Ja, jetzt damit auch noch die DAB-Signale stabiler sind. Schau her, sieht man hier schön, 82 Soliden hat er gefunden, die Stärke. Ah, okay. Das war vorher schon auch nicht so sichtbar, gell? Da hat er auch noch die 30 rumgeeiert. Ja. Das ist jetzt viel besser geworden. Jetzt stehen wir hier unterm Dach, also das ist ja, ganz das anders. Macht es auch wesentlich stabiler dann. Perfekt, da freue ich mich jetzt drauf, auf der Fahrt dann, dass wir da ein stabiles DAB haben. Mhm. Perfekt. Ja,